Hallo, mein Name ist Luisa Neubauer. Ich bin Klimaaktivistin von Fridays for Future. Vielen, vielen Dank für die Organisation und für die Einladung heute zu so einer unfassbar wichtigen Angelegenheit. Mit Fridays for Future haben wir 15 Monate lang Massen mobilisiert. Und nicht nur für Klimagerechtigkeit, aber auch für grenzenlose Solidarität mobilisiert. Und wir sind laut geworden für das Einhalten der Menschenrechte, für den Schutz von Minderheiten, für die Menschen, die in allen Teilen auf der Welt gezwungen sind, ihre Heimaten zu verlieren. Wegen der zunehmenden Ungerechtigkeiten, wegen Kriegen und auch wegen veränderten Umwelten. Wir wissen, wenn wir heute die Möglichkeit hätten, ständen wir schon längst zu Tausenden, zu Zehntausenden auf der Straße und würden laut werden, unüberhörbar werden. Für die Menschen in Moria, für die Menschen in Griechenland, für die Menschen, die unter unwürdigen Bedingungen heute das Opfer unserer mangelnden Solidarität sind. Und wir würden keinen Tag Ruhe geben, wir würden keinen Tag nachlassen. Wir würden da sein, jeden Tag, und würden die Menschen mit uns bringen im Herzen. Wir würden deren Botschaften laut auf die Straße tragen. Wir würden nicht locker lassen, weil es unmöglich ist, was passiert, weil es unverantwortlich ist, weil es keinem Land, keiner Regierung würdig ist, was wir gerade ertragen und erdulden und vor allem zulassen, sehenden Auges. Wir haben heute gehört, wie die Umstände dort sind. Das ist ja kein Geheimnis, das ist offensichtlich. Und dass wir das hinnehmen, dass wir in dem Falle nicht mal mehr weggucken, sondern dass wir hingucken und trotzdem es zulassen, dass diese Umstände nicht verändert werden, das macht im Zweifel vor allem todtraurig und, wenn man nicht aufpasst, schnell zynisch. Und das ist, was diese Corona-Pandemie auch mit sich bringt. Es ist eine entblößende Krise, die entblößt, wie sehr wir es denn ernst nehmen mit den Krisen auf der Welt, mit den Menschen, die fliehen müssen, mit den Menschen, die in Lagern sind, mit Europa, mit der Solidarität. Und wir stellen fest, dass es die Regierung nicht allzu ernst nimmt, wenn es darauf ankommt. Aber diese Krise entblößt auch eine weitere Sache, und das ist die Frage, wie sehr wir uns damit abfinden lassen. Wie sehr wir uns kleinkriegen lassen, wie sehr wir hinnehmen, was gerade auf Regierungsebene, auf europäischer Ebene alles in katastrophalen Zuständen zugelassen wird. Diese Krise entblößt im Zweifel auch, wie ernst wir es als Gesellschaft denn halten, mit den Menschenrechten, mit der Solidarität, mit Europa, mit dem, was uns doch eigentlich so wichtig ist. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir können das. Wir können das beweisen, dass wir in Zeiten der Krise uns einsetzen für unsere Grundrechte, für Menschenrechte, für grenzenlose Solidarität. Dass wir einstehen können für an das, was wir glauben, auch wenn es schwierig sind, auch wenn die Umstände komplizierte sind und schwierige, leidende, anstrengende, sorgengetränkte. Auch inmitten einer furchtbaren Pandemie muss es doch möglich sein, dass wir unsere Werte aufrechterhalten. Und dass wir über alle Ansteckungsgefahren die Solidarität nicht aus dem Fenster werfen lassen, weil es doch eben mal so passiert. Ich glaube, wir kriegen das hin. Aber dafür müssen wir eben aufstehen, laut werden, zusammenkommen, Menschen zusammenbringen, selbst wenn das nicht physisch geht. Stimmen, Vereine, auch wenn sie nicht an einen Ort kommen können, den öffentlichen Raum nutzen, wie wir es eben machen können, im Schutz vor Ansteckungsgefahr. Das kriegen wir hin. Aber dafür müssen wir jetzt zeigen, dass wir bereit dazu sind. Und verstehen, was gerade unsere Aufgabe ist als Gesellschaft, die nicht hinnehmen möchte, welcher Regierungskurs an dieser Stelle gefahren wird. Dankeschön. Nach mir spricht Shermin Langhoff vom Maxim Gorking Theater.